gesehen. Und jetzt bleibt natürlich der Platz, diesmal stimmt's, der Platz von Marc Gené, der richtig. Bleibt frei, weil der ja nach hinten musste. Das jetzt, diesmal stimmt alles. Also, jetzt stehen Sie wieder die Ampel oben. Achten Sie, ob Sie ausgehen. Dann ist der Grand Prix gestartet. Los geht's! Guter Start von Coulthard, Frentzen und Häkkinen. Alle kommen gut weg, aber Frentzen scheint es zu schaffen. Ja, und Häkkinen ist vorbei an Coulthard. Alle kommen tatsächlich mehr oder weniger. Nein, denkst du? Unfall! Dinis oder Alesi? Das wird einen Abbruch geben. Oh, der ist in die Wiese geflogen. Ja. Das ist ganz schlecht, weil der Bügel sich eingraben könnte. Ganz schlecht. Mein Gott, ich will nicht die Formel 3 schon zitieren müssen. Also das war ein wirklich blöder Unfall. Der Sauber liegt auf dem Kopf. Wann gibt es den Abbruch, wenn es ihn gibt? Ich denke, es gibt eher Safety Car. Man hat das Auto schon umgedreht. Im Verfolgerfeld können Sie das sehen. Safety Car Phase. Oh Mann. Ich glaube, es war Dinis. Dem Datenkanal nachzuurteilen, war es Pedro Dinis. Ja, es ist Dinis, ja, der fehlt. Dinis und Wurz und Hill, die drei waren involviert. Ja, Wurz ist da ins Schleudern gekommen im Castrol S und hat Dinis umgedreht. Hier die Situation. Wir haben die erste Zeitlupe. Marc. Okay, zweites gelbes Auto, davor das blaue. Oh, der Dinis ist wahnsinnig. Das ist Alesi, der über den Dreck geht. Das gelbe Auto ist im Prinzip schuld, ja. Das heißt, es ist Hill. Und der Wurz versucht auszuweichen und trifft den Dinis. Also, man kann keinen Schuldigen finden. Es ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Der Hill hat ein Problem, wird langsam. Wurz weicht aus. Versucht auszuweichen und trifft dabei den Dinis. Ach, blöd gelaufen. Ja. Zanardi geht da sofort ganz außen über die Wiese. Der Sauber ist völlig zerstört. Beat Zehnder starrt da auf den Monitor. Damon Hill gibt gar keinen Kommentar ab nach dieser Situation. Wurz ist ausgestiegen. Da sehen Sie ihn. Aber wir versuchen so schnell wie möglich Neuigkeiten von Dinis, hoffentlich gute Neuigkeiten, ihm geben zu können. Also einerseits habe ich keine Angst, dass der Überrollbügel gehalten hat. Der hält in der Formel 1, das ist nicht wie in Formel 3. Hat mir bei Dallara einen aufgeschraubten Bügel gehabt. Aber das Problem ist, wenn er in den weichen Boden einschlägt, dann gräbt sich der Bügel natürlich ein und da kann trotzdem etwas auf den Kopf kommen. Es ist nass, das Gras ist ganz feucht, es hat ja geregnet. Da liegt das Problem. Und natürlich auch, dass ein Arm rausschleudert vom Aufprall. Da könnte auch eine Verletzung entstehen. Also hoffen wir nichts Schlimmes. Auf jeden Fall wird er jetzt natürlich stabilisiert mit dem Sitz geborgen. Das kennen wir alle schon. Lieber zu viel Vorsicht, weil man nie weiß, ob die Wirbelsäule nicht doch was abbekommen hat. Die Tücher werden da schon davor gehalten, das ist richtig. Man deckt natürlich die Rettungsmaßnahmen ein wenig ab. Jetzt kommt das Feld hier an der Unfallstelle vorbei. Natürlich weiterhin Safety-Car-Phase. Frentzen, Häkkinen, Coulthard, Ralf Schumacher, Fisichella, Panis, Irvine ist Siebenter. Also vorne gab es nur den Tausch von Häkkinen und Coulthard. Der erste Moment ist der Coulthard gut gestartet, aber dann hat er doch ein bisschen zu viel durchdrehende Räder gehabt.
Hier der Anblick von Alexander Wurz, der jetzt auf Hill kracht, hier rauszieht und den Dinis trifft. Ich habe noch eine andere Perspektive gesehen und da haben wir ein Okay-Daumenzeichen von Pedro Dinis erkennen können. Der Überbügel schaut noch ein bisschen demoliert aus. Ja, er macht den Daumen hoch, hier. Also Entwarnung, aber Verletzungen sind trotzdem möglich. Aber das Schlimmste, sagen wir mal, den Überrollbügel noch mal anschauen, weil irgendwie gefällt mir das nicht.